Ja, hey, willkommen. Oh, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Kanalisation erfolgreich überquert. Durchquert, meine ich. Ja, wir sind über die Kanalisation drüber gelaufen. Und wir sind jetzt wieder in Meltoko. Wir sollen mit einem Schiffchen oder mit einem Boot übers Meer fahren. Und das soll irgendwie einen Tag noch dauern und deswegen sollen wir uns in Zellos Villa irgendwie ausruhen. Und die suchen wir jetzt mal. Aber wir werden natürlich auch jeden Hund und so ansprechen, den wir noch finden. Und hier ist es geht. Corinne in Gefahr. こちらでは精霊も研究の対象にしてるのね。ああ、マナをエネルギーとして利用するのには精霊自体を研究する方がいいのさ。興味深いわ。精霊という存在はどう誕生してどう世界に影響を与えているのか。 コリンは精霊の研究には反対。あら、どうして？どうしても。コリンは実験の段階でいろいろ辛い思いをしてきてるからさ。そういえばコリンは人工精霊なのよね。興味深い。やば。ずらかい。ああ、お待ちなさい。 Martin ist faszinierend so groß geschrieben. Da muss doch irgendwas passieren. Hallöchen. Ich hab doch schon mit einigen geredet. Ich wollte nie mehr Geld ausgeben hier. So, hier war. Hui. Zuckerpäppchen, wie geht's dir? Granulat, sehr schön. Oh ja, stimmt. War da nicht der letzte Hund noch irgendwie? Da ist der letzte Hund, aber noch ein Hund, wenn ich mich irre. Das heißt, da kann ich wahrscheinlich auch nicht hin, ne? Wir sollten das Schloss meiden. Warum? Na gut, dann bleibt er nur noch hier. Sein Tier irgendwo der Hund war, ich weiß es nicht. Waren auf jeden Fall mehr als zwei Hunde. Mehr als ein Hund. Ah. Schon wieder Geld. Kirima. Doch, was ist eine Erdbeere. Eine erfrischende, süß-saure Frucht. Okay. Hier ist ein Hund. Wusste ich doch. Clef. Ah, das ist Pudding. Sie ist ja süß. Was hat sie nur? Also, letztes Mal. Ja. Konnten wir die ganzen Hunde ja nicht ansprechen, weil sie irgendwie noch seelenlos war. Da, mit ihr habe ich gesprochen anscheinend. Und da hat sie lieber Hunde getreten oder so. Deswegen, ja. Was? Er hat sie ja schon mal gesagt, ihre Katze. Mein Kätzchen ist weg. Oh. Hier ist ein Hund, nimm nur den. So, wo ist jetzt die Villa? Hier oder hier? Unsere sieht ein bisschen prunkvoll aus, deswegen gehen wir erstmal hier rein. Verdammter Dreck! Willkommen daheim, Auserwählter. Natürlich Sebastian. Ein Butler mit dem Namen Sebastian, warum? Jo, bin wieder da. Ist was passiert, während ich weg war? Ich wurde vom Patriarchen und einem Boten seiner Majestät, Tetral des 18. intruiert. Bescheid zu geben, sobald der Auserwählte zurückkehrt. Das können Sie ignorieren. Jawohl, Sir. Ah, und wer ist der Gast mit den zwei Schwertern? Mein Amigo. Führt euch wie zu Hause. Warum fragt denn du nach denen? Wenn Sie etwas brauchen, Sir Amigo, sagen Sie mir Bescheid. Ich heiße nicht Amigo. Ja, wir sind Amigops. So, mit wem spreche ich denn alles? Mit Colette. Er hat behauptet, der Kamin kann mit seiner Hand entzündet werden. Aber mit welcher Hand? Kann ich auch hier. Futsch, futsch. Mylene Wilder? Das scheint ein Porträt von Zellos Mutter zu sein. Hm, riecht das gut. Was? Findest du es komisch, dass ich Blumen mag? Sehr schön. Zellos. Komm, spiel mal Schach. Diese Geschenke sind Anerkennung von meinen Zuckerpüppchen. Ach, es ist nicht einfach so beliebt zu sein, wenn du mit jeder Tusse irgendwie sprichst, ist klar. Was veranlasst dich nur dazu? Wenn sie jetzt zu Bett gehen, noch nicht. Sind die anderen.
Na, wo ist Genis und Presea? Ach, da oben. Presea, ich. Du bist sehr hübsch. Hübsch? Was ist das? Ich habe dir ein Kompliment gemacht. Aha, dann bist du auch hübsch. Ja, Genis. Ja, Genis hat's voll drauf. Aber Presea Eindruck zu schinden, braucht das wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wie mir scheint. So, wo ist er? Wenn sie jetzt zu Bett gehen, was heißt ihr jetzt auf einmal? Gibt es noch einen Dialoge? Nein? Okay. Dann gehe ich zu Bett. Ich bin zwar nicht müde und wir haben zwar 300 Geld ausgegeben für einen Gasthausbesuch, aber was soll's. Okay, dann gehen wir zum Forschungsinstitut für Elementarkräfte. Colette, was ist denn? Ich glaube, ich habe falsch gelegen. Meine Schulter ist ganz steif. Geht's dir gut? Hi, tut mir leid. Er sitzt wieder gerade. Das hätten sie auch voll programmieren können und so weiter alles. Nein. So, was ist denn hier dann? Na, wenn da oben schon richtig war. Das sieht auch viel dicker aus, das Schloss hier. Das Bankett findet noch nicht statt. Welches Bankett? Und warum findet es noch nicht statt, Mann? Aber es sah jetzt so aus, als wäre es jetzt draußen dunkel. Von dem Fenster näher. So, zurück zum Forschungsinstitut, nehme ich mal an. Forschungsinstitut, ja. Glaube ich. Und wir bekommen diesmal nichts Neues. Hier oben war das. Ich hab's nicht vergessen, nein. Ich weiß immer, wo es lang geht. Immer, auch wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Da seid ihr ja wieder. Es ist alles bereit. Wo ist das EB? Kuchinawa hat es schon mitgenommen. Kuchinawa hat es? Wieso? Ich dachte, Kuchinawa hätte sich mit euch abgesprochen, etwa nicht? Geht zu dem künstlichen Strand auf der rechten Seite der großen Tetrahala-Brücke. Kuchinawa sollte dort auf euch warten. Und nehmt das hier mit. Was ist das? Na was wohl? Eine Flügeltasche. Darin verstaut man das EB. Hier drin? Wie klein ist denn dieses Elementarboot? Ach so, in Silverhand gibt's keine Flügeltaschen. Mann, ihr seid der richtige Hinterwäldler. Oh, haha, tut mir leid. Haha, nicht aufregen. Ich zeige dir später, wie man sie verwendet. Kommt, gehen wir. Augenblick noch. Komm raus, Corinne. Ja? Wir werden eine Weile unterwegs sein. Verabschiede dich bei allen. Schon gut, sie werden keine komischen Experimente mehr an dir durchführen. Corinne, wie geht's? Pass auf uns für China auf. Auf China auf. Ich hasse diesen Ort. Ich habe ja China, also werde ich nicht allein sein. Corinne, sag sowas nicht. Wiedersehen. Ich schätze, Corinne hasst uns immer noch. Eine Flügeltasche erhalten. Also gut. Dann mal auf zur rechten Seite von der Brücke. Mein Gott, wenn ich solche... Ach so, ja, wir können ja abkürzen. Komm, wir gehen einfach nochmal durch. So. Einfach so zum Spaß der guten alten Zeiten willen. Elementarboot. Elika-ka!早く乗りてー!ロイド君はのんきだね。まったくだわ。もともと地上を走る乗り物で 海を渡るなんて無謀よ。そう。タライよりずっと安全そうだけど。タライ?おいおいおい。シルバレントじゃタライで海を渡んのか?タライのことを思い出したら気分が悪くなってきたわ。Sehr schön. Es wird irgendwann noch mal passieren. Warum denn nicht? Also gut, dann, hi. Wir wollen total nicht rein. Wir kommen auch nicht von drinnen, ganz ehrlich. So.
Ja, lass mal die Gruppe noch. Da ist der künstliche Stand. Was? Nein. 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 Verdammt. Dann gehe ich ihm da lang. Ah ja, okay. Mein Gott, was für hier alles rumlaufen. Wir haben Brot, wir haben Neusch oder Noah. Wie ist der nochmal? Neusch, ne? Wir haben so ein Ding an hier, so ein. Okay, ich glaube, hier bin ich noch nicht richtig daneben da. Das eine Ding ist klar. Wir haben Corinne, wir haben alles Mögliche. Wir haben diese Flugdinger. Was ist mit denen überhaupt passiert? Ja, egal. Kuchinawa sollte am Fuß dieser rechten Treppe auf uns warten. Okay, dann los. Da irgendwann ausgeeckt irgendwie. Hab ich so das Gefühl. Es ist Entschuldigung. Es ist verschlossen. Hm, du hast recht. Ich werde mich darum kümmern. Bitte sehr. Wow, Leute, du bist großartig. Manchmal ist ja doch so etwas zu gebrauchen. Allerdings sieht er bei weitem nicht so gut aus wie ich. Was hat mein Aussehen jetzt damit zu tun? Mann, kann die Brücke sehen. Oh ja, sind diese Dinger, die aussehen wie Dekoration X-Fears? Ja, das ist richtig, Colette. Diese Brücke wird mit X-Fears betrieben. Das sieht widerlich aus. Es ist sicherlich grotesk, aber wenn man weiß, woher X-Fears stammen, sollte man sie vielleicht nicht widerlich nennen. Du hast recht. Okay. Na gut, wo ist dieser Kuchinawa? Da ist er doch. Und sieht, der erinnert mich irgendwie aus. Final Fantasy 8 irgendwie an Fisherman's Horizon. Ist doch mehr als verdächtig, aber hier ist nichts. Verdammt. Din, 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 din. Oder Badam. Könnte auch sein. Final Fantasy 8 jedenfalls. So! Kuchinawa, du! Ihr habt euch Zeit gelassen. Das ist das Elementarboot. Okay, Leute, versucht die Flügeltasche einzusetzen, die du eben erhalten hast. Lass sehen. So? Was? Wow! Wow, das ist unglaublich! Wow, wie funktioniert das? Warum habe ich das dumpfe Gefühl, das schon mal gesehen zu haben? Nichts. Seht ihr? Es passt hinein. Es ist verschwunden. Wahnsinn, das ist so cool! Lass uns versuchen, es wieder zu vergrößern. Sehr schön. Oh, es ist wieder da. Wow, wow. Ihr habt genug herumgealbert. Wie wär's, wenn ihr euch auf den Weg machen würdet? Ja. In Ordnung. Ich kann es kaum erwarten, diesen Elementarboot zu fahren. Das ist großartig. Wie ich dich kenne, wird dir das bestimmt bald langweilig. Ja, wir dürfen aufs Meer hinaus. Wir fahren aufs Meer hinaus. Nicht wahr? Also los, auf nach Zybak. China, nimm das mit. Ein Glücksbringer? Ja, sei vorsichtig. Kuchinawa-Amulett. Und den. Weißt du, wenn wir das Ding eigentlich verkleinern, während jemand da drin ist? Oh ja, yeah. Wir sind jetzt mobil. Ich hoffe nur, es kommen keine Monster auf mich mehr. Das wäre nämlich richtig blöd. Erläuterung der Funktionsweise des Elementarboots. Du kannst an jeden der Piere, die sich an vielen Stellen des Landes befinden, an Bord des Elementarboots gehen. Nach links oder rechts neigen, um zu lenken, geradeaus fahren mit X. Rechten analog nach oben oder unten neigen, um vorwärts oder rückwärts zu fahren. L1 und R1 kann man das Elementarboot sehen. Drücke Kreis an einem Pier, um das Elementarboot zu verlassen. Okay, sehr gut. Sehr schön. Ah, okay. Könnte ich da nicht auch dann halten? Ach nee, das die orangen Dinger sind Städte und so, ne? Boah, das ist ein bisschen ungewohnt. So.
Okay. Wahrscheinlich kann ich aber da nicht irgendwie aufs Meer hinaus oder so, sondern nur an bestimmten Dingern. Boah, das ist richtig ungewohnt zu steuern. Okay, mit L und R1 ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, der Glücksbringer, kann man den ausrüsten? Nee. Sehr schön. Oh, zwei Auserwählte. ホレットちゃんは嫌じゃねえのか?いや、何がって。その自分が巫女だってことがだよ。自分の人生だぜ。自分で好きに生きたいとは思わないか?私、自由に生きてるよ。だって私が犠牲にならない方法をみんなが探してくれてるもの。でももしもその方法がなかった。 その時はその時だよ。それにたとえ私の体は奪われても心は自由だから。だから私の心が望むまま世界が幸せになったらいいな。すげえな、コレットちゃんは。俺様にはとても真似できねえ。ううん。私口ばっかりなの。本当にそうなったら きっとダメなんだろうな。だらしない巫女だね。いや、本当にすげえよ。それに比べて俺は。Okay. Ah, was hat alles damit auf sich? Ich kann nicht. Okay, ich kann nicht da lang anscheinend. Warum ist ja meine Hand, ey? Okay, dann kann ich doch nicht aufs Meer hinaus. Gut, ich wollte erst ein bisschen erkunden, aber anscheinend geht das nicht. Da kann ich anscheinend auch nicht lang. Weiß ich nicht. Ich kann ja rückwärts fahren, ich Idiot. Keine Ahnung, ist als würde man so ein Neugeborenes beobachten, wenn es anfängt zu laufen. Gerade lernt zu laufen, habe ich so ein Gefühl. So, da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Unter die Brücke? Ja, überall unsichtbare Wände. Also wir können nur da. Boah. Was da für eine Steuerung ist, ey. So, wir können also nur dahin und dahin. Na gut, dann gehen wir auch direkt dahin. Boah. So, raus hier. Ja. Ach ja, wir können es ja mitnehmen, ich Idiot. Also wir können zu allen möglichen, an allen möglichen Orten das Ding einsetzen. Das ist auch nicht schlecht. So, was passiert, wenn wir da jetzt zur Brücke gehen? Wenn wir da irgendwie... Ah! Wie schnell. Warte mal. Demon Fang. Double Demon Fang. Sonic Frost. Also, like hier was? Okay, wollte schon sagen. Wir müssen ja eigentlich schon schnell kaputt gehen, aber was soll's. Einfach so mal. So, Obstsalat. Stimmt, Obst haben wir ja mal genug. Da. Ja, ne, können wir nicht Brücke einfach hier runterlassen oder so. Die Brücke ist oben, wir können sie also nicht überqueren. Da lässt sich doch hoffentlich was machen, oder? Ist hier nicht einfach irgendwie so ein Schalter oder so? So, Brücke runterlassen, okay. Aber so einfach geht es wahrscheinlich nicht. Wie kann man die denn dann runterlassen? Man kann die nicht von außen? Hä? Egal. Mein Mind ist blown. So, das war doch super, ne? Oder müssen wir noch weiter? Okay, super. Dann können wir wieder den Hunden hier, falls hier welche waren, Namen geben. Hey, Kratos! Du willst Colette, nicht wahr? Das war Leute.
Jetzt sind wir in der Überzahl, du hast keine Chance, auch wenn du uns das letzte Mal voll gefistet hast. Ich habe nicht die Absicht, in der Stadt gegen euch zu kämpfen. Gehen wir nach draußen. Ah! Hier fehlt immer noch das Können, um mich zu besiegen. Hör auf, mich zu beleidigen! Ich sah lediglich die Wahrheit. Auserwählte, wenn du leben möchtest, lege die wertlose Schutzfassung ab. Nein, ich werde diese Schutzfassung niemals ablegen. Leute hat sie mir geschenkt. Törichte Gefühle. Er war gar nicht an Colette interessiert? Mann, was für ein arroganter Scheißkerl. Er redet, als ob er die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Wenn wir schon beim Thema Sprache sind, wie wär's, wenn du mal was gegen deine vulgäre Sprache unternehmen würdest? Hehehe. Auf jeden Fall müssen wir diese Karte finden. Ja, lass uns losgehen. Stimmt, da ist das erste Mal, dass ich irgendwie seit langem mal scheiße irgendwie in ein Spiel gehört habe. Aber das Spiel kommt ja schon mehr so aus einer Zeit, wo man jetzt nicht so, naja, sich den Mund verbieten ließ in heutigen Spielen. Weil heute ist das irgendwie strenger, finde ich. Früher hat man geflucht einfach so, als wäre das nichts. Das wäre so normal, so, weil es auch irgendwie normal ist heutzutage. Aber naja. Wuff. Das ist Schappi, bei Fuß, mein Junge. Okay. Ich glaube, ich weiß langsam, was Colette vorhat. Sie will einfach alle Hunde auf der Welt oder beziehungsweise in beiden Welten auf ihre Seite ziehen und dann irgendwann langsam die Weltherrschaft an sich reißen. Das muss es sein. Okay, reden wir noch mit ein paar Leute. Dann. Weiß ich nicht. Kann man speichern und so. Gott. Ja, gibt's viel, ziemlich gutes Zeug. Gar nichts. So. Mithril. Ah. Cortezzo. Metallsphäre. Dolch der Hydra. Aquaschwert. Habe ich schon, ja. Hey, ich kann mal was anderes herstellen. Spitzhut. Gucken wir erstmal. Vorher nur zwei, glaube ich. Egal, irgendwie muss ich die ganzen Dinger loswerden. So. Ne, Leute und Zellos brauchen bestimmt keine Spitzhüte. So. Was denn? Ja, du kannst die Dinger ja kaufen. Was zum. Was? Das kannst du auch kaufen. So, ein Cortezzo und ein Mithril-Ring kann ich mir sogar noch leisten. Sehr schön. Ja. Ja. Ich hoffe, irgendwann brauche ich mal ein paar Sachen noch hier. Ich spreche einfach ein paar Mädels an, da habe ich wieder genug Geld und Klamotten und so. Ungefähr so. Brötchen, sehr schön. Wundermittel, wunderbar. Heiliges Licht. Es ist voll einfach, ihren Gegenstände zu kommen. Verballern wir wenigstens kein Geld für Gegenstände, ja, für Heilmittel und so. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch. Wir können ja mal übernachten und gucken, ob irgendwas passiert. Und danach können wir die Stadt ein bisschen erkunden, aber erst im nächsten Part. Das heißt, ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.